Okay, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Das ist simpel für mich jetzt. Okay, nachdem ich das fertig habe, habe ich eigentlich nur insgesamt zwei Welten vor mir. Da muss ich eher sehr viel kämpfen. Überspringen. Wow, ein Arena-Labyrinth. Ich, Hades, König der Unterwelt, habe mal wieder eine geniale Entdeckung gemacht. Mir ist zwar schleierhaft, was wer es erbaute, aber Hauptsache, es wird Herkules zu Verhängnis. Ich sollte schnell alle weiteren Vorbereitungen treffen. Der führt bestimmt etwas Gutes im Schilde, ist klar. Was mache ich jetzt bloß am besten? Also, um das Standard-Ending zu bekommen, muss man. Oder man kann, also. Man soll. Herkules und Klotz Herausforderungen schaffen und aber Hades nicht Hades Herausforderungen nicht schaffen. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Egal, erstmal alles holen. Um das Extra-Ende zu bekommen, muss man alle Herausforderungen schaffen. Das ist auch momentan auch mein Ziel jetzt, das Extra-Ende zu bekommen. Aber erstmal ausrüsten. Wir haben ja ein paar neue Dinge hier bekommen. Und noch irgendwas anderes noch. Abwehr. Ja, da kommt eins. Ja, geht doch. Plus gelernt. Hey. Und so. Du heilige Scheiße, der Endboss wird so verdammt von mir. Okay, jetzt bin ich gestärkt und geschützt. Hallo. Oh, bist du ein Neuzugang? Ehrlich gesagt könnte ich gerade gut etwas Hilfe gebrauchen. Was sagst du? Hades schmiedet finstere Pläne? Ja, er hat ein Labyrinth erwähnt. Nichts zu unternehmen wäre sicher riskant. Verstanden, ich fühle die Sache mal genauer auf der Zahn. Warte hier auf mich. Von wegen, ich begleite dich natürlich. Nein, ich kann nicht zulassen, dass du dich in Gefahr begibst. Sonst hätte ich als Held versagt. Ich will ihn eigentlich nicht allein ziehen lassen. Als hätte davon, mich auf die Probe zu stellen. Dich auf die Probe zu stellen? Wenn ich mich allein verteidigen kann, besteht doch eigentlich kein Grund zur Sorge. Das ist was dran. Also gut, ich nehme dich bei seinem Trainingsplatz. Ein guter Kämpfer braucht Kraft, Geschick und Tempo. Beweise mir dein Können auf allen drei Gebieten. Wie viele Gegner bezwingst du in begrenzter Zeit? Also ich soll jetzt über 20 Gegner töten. Das ist jetzt die Herausforderung. Komm, 30 schaffe ich noch. Du hast 32 Gegner besiegt, wie ich sehe. Ich mochte meinen Augen ja kaum trauen, aber was haben sie denn ins Futter gemischt? Ich habe dich völlig unterschätzt. Ich weiß jetzt, was du zu leisten bist. Lass uns Hades gemeinsam auf die. Ja. Super, danke. Ja, ich weiß, aber erstmal. Wie mache ich ins Mini und. Ja. Yeah. Wo war das Ding, was ich jetzt abgelegt habe? Da. Ach du heilige Scheiße. Und was kann ich jetzt mal. Metall-Chocobo. Verursacht kritische Treffer jeden Angriff und mit jedem Angriffskommando.
heftige Scheiße. Ach so, deswegen. Kann ich das jetzt ändern? Das war gerade noch auf der Max-Stufe. Immer noch nicht. Egal, ich behalte das Schlüsselschwert auch jetzt. In diesem Level. Beim anderen Level kann ich das andere Schlüsselschwert wieder gebrauchen. Hier kannst du vielleicht mehr helfen. Warum sollte ich das tun? Das ist nicht so einfach zu erklären. Hast du halt Angst? Quatsch. Ich will dich natürlich zu nichts zwingen. Entschuldige dich zu... ja. Warte. Wenn du willst, helfe ich dir. Aber nur, wenn du dich vor einer Prüfung unterziehst. Einer Prüfung? Wenn ich den Eindruck habe, dass du meine Hilfe verdienst, werde ich sie dir nicht verweigern. Kein Problem, was soll ich tun? Besiege innerhalb des Zeitlimits alle Gegner. Wie alle Gegner. Okay, die nächste Prüfung. Schau dir deine Gegner genau an und besiege nur den Angreifenden. Bingo! Und wie war ich? Viel besser als erwartet. Du bist einer der stärksten Kämpfer, die mir je untergekommen sind. Du hast mich überzeugt, dass es dir ernst ist. Also, ich werde dir helfen. Klasse, vielen Dank. Okay. Was willst du, Junge? Etwa meine Vorbereitung stören? Kommt darauf an, was du vorhast. Siehst du hier ein Schild, auf dem steht, Pläne durchkreuzen erwünscht? Nein, ich nämlich auch nicht. Aber für Würmer wie dich mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Hier meine Vertretung. Okay. Aber der letzte Gegner. Unter einer Minute sollte ich das schaffen. Das war eine ausgezeichnete Kampfsucher. Hades hat sich mit den Falschen angelegt. Wenn ich ihr mir weiter so lobe, werde ich nur rot. Nanu, warum sollte ich rot werden? War mir was peinlich? Ja, das extra Ende. Die Trauer, die dich noch daran zu erinnern, wenn du getroffen hast, wird ewig an dir sagen. Doch du glaubst, dass es die Schmerzen sind, die dir irgendwann deine Erinnerungen wiedergeben? Ja. Haha. Was ist daran so komisch? Du bist wirklich einfältig. Wieso das? Sagte ich dir nicht, dass Finden hier verlieren und Verlieren finden ist? Du hast deine Erinnerung verloren und dafür Schmerzen erhalten. Gehst du jedoch davon aus, dass die Schmerzen der Schlüssel zu deiner Erinnerung sind, kannst du sie nicht ignorieren. Verstehst du, was das heißt, Sora? Du bist gefangen in Schmerzen. Sie werden nicht vergehen. Sie werden dein Herz kann sie in Dunkelheit tauchen. War das von Anfang an dein Ziel? Du musst zugeben, dass der Plan genial ist. Es braucht auch nur ein paar Illusionen. Den Rest hast du ganz alleine erledigt. So schnell gebe ich nicht auf. Okay, ich mache jetzt die Vorbereitung für die nächsten Prüfungen. Es werden ja sowieso jetzt Kämpfe kommen. Ja. Überspringen. Ich werde jetzt mich vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das andere Ending hole. Okay. Was jetzt dazu ist, man musste für das Standard-Ending jetzt Clouds und Hercules Prüfung schaffen, aber Hades Prüfung nicht in einer Minute schaffen.
Also ich muss mir jetzt ein bisschen Zeit lassen. Es ist über eine Minute, dann kann ich richtig kämpfen hier. Zum Glück habe ich dieses Schlüsselschwert. Und für das Alternativende, man muss Herkules und Clouds Prüfung nicht schaffen, und aber Hades Prüfung schaffen. Ist auch irgendwie simpel und verständlich. Das Problem, was jetzt gleich bald kommen wird, ist das andere. Komm, über eine Minute. Okay, jetzt kann ich euch ficken hier, verdammt. Okay, jetzt geht's los. Und eine Minute nicht schaffen, habe ich geschafft. Jetzt kriege ich ein anderes Ende. Du hast dir sehr große Mühe gegeben. Noch fehlt es dir an Stärke, aber du hast Potenzial. Hier, ich bin jetzt auch ein Hell. Hallo, hier ist ja gar keiner. Das Standard. Also Clouds und Herkules Prüfung schaffen, aber Hades Prüfung nicht. Und jetzt das Alternativ-Ending. Dafür muss man einfach nur Herkules Prüfung nicht schaffen und Clouds Prüfung nicht, aber Hades Prüfung. Man kriegt nur zwei besondere Gegenstände. Ein G-Debugger und eine Kühl irgendwas. Okay, kurz jetzt. Ich wollte das Alternativ-Ending machen, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich das falsch gemacht. Man darf bei Herkules gar keinen Gegner vernichten, nicht mal einen. Und bei Cloud auch nicht, nicht mal einen. Damit man das Alternativ-Ending. Ich habe ja bei den vorigen immer einen vernichtet damit habe ich immer was anderes gemacht. Hier muss ich gar keinen Gegner vernichten. Du hast nicht einen einzigen bezwungen. Nun, du bist wohl eher ein Held der Herzen. Ich weiß jetzt, was du zu leisten imstande bist. Lass uns Hades gemeinsam aufhalten. Super, danke. So. Jetzt zu Cloud. Da darf ich auch gar keinen vernichten. Überspringen. Ich meine, nicht mal einen. Damit ich diese Herausforderung schaffe. Aber Hades Prüfung muss ich schaffen. Okay, die Zeit ist gleich abgelaufen. Okay, abgelaufen. Und hier die nächste Prüfung. Ja, das war das da. Besiege den angreifenden Gegner. Ich darf gar keinen vernichten. Ich muss jetzt mein Leben hier wieder chillen. Ich weiß immer noch, dass ich da. Okay. Ich muss diese eine Stelle so perfekt schneiden, damit das perfekt aussieht. Und geschafft. Und wie war ich? Er ist ziemlich vermöbelt worden. Du hast mich überzeugt, dass es dir ernst ist. Also, ich werde dir helfen. Klasse, vielen Dank. So, damit haben wir die beiden Prüfungen versagt. Jetzt müssen wir diese Prüfung schaffen, damit wir das Alternativ-Ending bekommen. Wenn das auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also unter einer Minute müsst ihr das jetzt schaffen. Yeah.
So. Meteorit ist ja eine geile Attacke. Okay. Du hast das bestimmt gut gemeint, aber ehrlich gesagt war das ziemlich dürftig. Aber du bist jung, du hast noch Zeit, an dir zu arbeiten. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mich von deiner wahren Stärke überzeugen kann. Danke, ich werde mein Bestes geben. Huch, mit wem spreche ich eigentlich? Schizophrenie. Damit haben wir das Alternativ-Ending. Also bei Herkules und Cloud niemanden töten, nur bei Hades alles töten. Dann habt ihr das auch geschafft. Okay. Jetzt geht's weiter im nächsten Part.